Der Friede Gottes und seine Gnade sei mit euch. Wir von der Initiative Die Kirchen im Dorf lassen möchten euch herzlich hier begrüßen. Und ich muss sagen, ich bin euch unglaublich dankbar, dass ihr hier seid. Wir haben erst vor 2 Tagen Gottesdienst gefeiert in Immerath, auf dem Platz des Domes, der zerstört wurde für die Braunkohle. Und jetzt stehen wir schon wieder hier, 2 Tage später. Und morgen sollen Bäume gefällt werden. Morgen soll dieses Zerstörungswerk fortgesetzt werden von RWE. Völlig sinnlos. Es dient noch nicht mal dem Profit. Es dient nur zu zeigen, dass sie die Stärke haben, dass sie es machen können. Es ist der Gründungsmythos der evangelischen Kirche. Martin Luther, der auf dem Reichstag zu Worms, wo er angeklagt wurde, gesagt hat, hier stehe ich und kann nicht anders. Und ich glaube, das können wir heute auch von uns sagen. Wir stehen hier, weil wir nicht anders können. Weil wir sagen, wir beschützen diese Dörfer, wir beschützen diese Bäume, wir beschützen Gottes Schöpfung. Das Geläut des Immerather Domes, das wir gerade hörten, wird leider nie wieder erschallen. Wir hören es nur noch auf YouTube. Aber wir können zumindest versuchen, das, was noch da ist, zu beschützen. Und wie gesagt, ich bin euch unglaublich dankbar, dass ihr hier seid. Wir singen das erste Lied, was so ein bisschen zu einem Klassiker unserer Gottesdienste geworden ist, als wir im Juli hier am Vorabend des Abrisses dieser Straße eine Nachtwache gefeiert haben, war das ja so der Song, der immer wieder kam. Und deswegen wollen wir das auch heute singen. Bleibet hier und wachet mit mir. Bleibet hier und wachet mit mir. Wachet und betet. Wachet und betet, bleibet hier und wachet mit mir. Wachet und betet, wachet und betet, bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet, bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet. Wir hören als nächstes den Psalm Nummer 9. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder. Ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchster. Dass meine Feinde zurückweichen mussten. Sie sind gestürzt und umgekommen vor dir. Denn du führst mein Recht und meine Sache. Du bist ein rechter Richter. Du machst die Völker groß und vernichtest die, die Böses tun. Ihren Namen verträgst du auf immer. Der Feind ist vernichtet, zertrümmert für immer, Die Städte sind zerstört. Jeden Gedanken an sie ist vergangen. Der Herr aber thront ewiglich. Er steht über all dem. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker werden groß werden unter ihm. Der Herr ist der Schutz der Armen, ein Schutz in Zeiten der Not. Darum hoffen auf dich alle, die deinen Namen kennen, denn du verlässt nicht die, die dich Herr suchen. Loben wir den Herrn, der auf dem Berg Zion wohnt und der unter den Völkern sein Tun verkündet. Manche Völker sind versunken in einer Grube, sie sind begraben, ihr Fuß ist gefangen im Netz. Der Herr hat sich kundgetan und Gericht gehalten. Die Frevler sollen zu den Toten fahren, alle Völker, die Gott vergessen haben. Denn er wird den Armen nicht mehr vergessen. Die Hoffnung der Elenden wird nicht verloren sein auf ewig. Herr, steh doch auf, dass nicht Menschen die Oberhand gewinnen. Herr, leg einen Schrecken auf die, die Böses tun, dass die Völker erkennen, dass sie Menschen sind. Vielleicht in etwas uns schwer zugänglichen Worten, aber trotzdem wird in diesen Psalmen, glaube ich, ganz gut ausgedrückt, was vielleicht auch heute so unsere Gefühlslage ist, wenn wir hier an diesem vielleicht morgen schon nicht mehr stehenden Bäumen stehen. Als nächstes singen wir das Lied Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Licht können wir hier ja nur wirklich gebrauchen. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt Mut, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten. Ist wie ein Stern in der Dunkelheit. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt Not, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten. Ist wie ein Stern in der Dunkelheit. Diejenigen, die am vergangenen Sonntag zum Gottesdienst hier waren, werden das, was jetzt kommt, schon kennen. Das liegt daran, wir gesagt haben, wir machen einen Gottesdienst für diesen Tag X. Für diesen Tag, an dem RWE an die Bäume gehen will. Wir haben ihn verschickt und haben die Menschen aufgefordert, haltet ihn. Egal wo ihr da steht, egal mit wie vielen ihr seid, nehmt ihn und haltet ihn. Wenn vielleicht auch nicht, um tatsächlich aufhalten zu können, aber so doch, um herauszögern zu können und vielleicht einen kleinen Schutzmantel um diese Bäume zu legen. Ich werde gleich ein Gedicht von Dorothee Sölle vorlesen und ich möchte ganz kurz zu ihr etwas sagen. Dorothee Sölle ist wohl eine der bekanntesten evangelischen Theologinnen ohnehin, aber ich denke auch darüber hinaus. Sie setzte sich ihr Leben lang für Frieden ein und tat dies auch mit zivilem Ungehorsam. Sie ist dafür vor Gericht gestellt worden und ist dafür verurteilt worden. Aber das hat sie nie abgehalten. Sie hat weitergekämpft. Sie verstand sich als Befreiungstheologin und setzte sich für Gerechtigkeit ein. In Lateinamerika, aber auch hier. Sie hat viele Gedichte geschrieben, in denen sie auch die Zustände hier bei uns in der westlichen Welt skandalisiert. Für sie stand immer der Mensch im Mittelpunkt. Denn für sie war Gott nur in Beziehung zu denken. Und in unseren Beziehungen, die wir zu Menschen haben, die wir zu unserer Schöpfung haben, in diesen Beziehungen war Gott präsent. Für sie kann Gott nur im anderen und in der Liebe, die immer Handeln ist, erkannt werden. Dieses Gedicht von Dorothee Sölle hat einen sehr, ich denke, für diesen Anlass passenden Titel. Ich, dein Baum. Nicht du sollst meine Probleme lösen, sondern ich deine, Gott der Asylanten. Nicht du sollst die Hungrigen satt machen, sondern ich soll deine Kinder behüten. Vor dem Terror der Banken und Militärs. Nicht du sollst den Flüchtlingen Raum geben, sondern ich soll dich aufnehmen, schlecht versteckter Gott der Elenden. Du hast mich geträumt, Gott, wie ich den aufrechten Gang übe und niederknien lerne. Schöner, als ich jetzt bin, glücklicher, als ich mich traue, freier, als bei uns erlaubt. Hör nicht auf, mich zu träumen, Gott. Ich will nicht aufhören, mich zu erinnern, dass ich dein Baum bin, gepflanzt an den Wasserbächen des Lebens. In diesen Worten, in diesen Bildern malt Sölle Kerngedanken ihrer Theologie. Sie selber versteht sich als Teil der Schöpfung. Ein Baum, von Gott gepflanzt und versorgt durch die Wasserbäche des Lebens. Durch sie sollen wir wachsen und gedeihen, wie Gott uns gedacht hat. Aufrechtgehend. Das heißt, einstehen für das Leben und gleichzeitig demütig gegenüber Gott und damit gegenüber unseren Mitgeschöpfen. Menschen und Pflanzen, Himmel und Erde, alles, was uns umgibt. Diese Bäume hier an der Ell wurden von Menschen gepflanzt. Sie sollten bestimmte Funktionen erfüllen. Sie sollten den Wind brechen, sie sollten wahrscheinlich auch den Staub der Grube aufhalten. Sie sollten als Ausgleichsflächen zählen. Aber diese Bäume sind mehr, sie sind unsere Mitgeschöpfe. Sie sind Teil einer höheren Ordnung, in der sie ganz andere Funktionen erfüllen. Sie sind Lebensraum für viele verschiedene Tiere. Sie geben uns Schatten und nicht zuletzt, sie speichern CO2, um das Gleichgewicht des Klimas zu erhalten. Diese Bäume sollen jetzt gefällt werden. Eventuell steht morgen der Harvester und räumt sie ab. Sie sollen Opfer eines Zerstörungswerkes werden, das die Menschen hier vor Ort bedroht, das aber auch uns alle bedroht, weil es uns in die Klimakatastrophe führt. Und Klima ist nun wahrlich nichts, was wir Menschen einfach reparieren können. Es ist Teil einer höheren Ordnung, der Ordnung Gottes. Albert Schweitzer, berühmter Arzt und Theologe, sagte: Ich bin Leben, inmitten von Leben, das Leben will. Und auch diese Bäume hier wollen leben. Und mit ihrem Leben ermöglichen sie vielen anderen Leben. Diese Bäume zerstören nicht. Achtung und Respekt vor dem Leben. die Demut, sich als Teil der Welt, der Schöpfung zu verstehen. Wenn wir das erkennen und danach handeln, es als unsere Aufgabe annehmen, Leben zu schützen, ein gutes Leben für alle zu ermöglichen, dann können wir Gottes Leben, dann können wir werden, wie Gott uns träumt. Schöner, als wir jetzt sind, glücklicher, als wir uns trauen und freier, als bei uns erlaubt. Danach hat Albert Schweitzer gehandelt. Davon hat Sölle in der ersten Strophe ihres Gedichts gesprochen. Das hat sie in ihrem Leben getan. Ja, und ich denke, deshalb stehen wir auch heute wieder hier. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Ja, wer möchte, kann gerne fürbitten, also Worte des Dankes oder der Bitte laut formulieren und oder einen Gedanken loswerden über das, was hier heute stattfindet, was vielleicht uns morgen erwartet, was vielleicht heute Nacht passieren wird, wer weiß, über all diese Dinge. Wer mag, kann gerne einfach was sagen. Gerd hätte ein Lied beizusteuern. Dann machen wir erst das Lied und dann können alle nochmal überlegen. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach, Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, das du für uns geschaffen hast. Von guten Mächten wunderbar geboren, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen, ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und reichst du uns den schweren Kelch, den Winter des Leidsgefühls bis an den höchsten Rand, nehmen wir ihn dankbar und zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am des Vergangenen gedenken. Und dann gehört dir unser Leben ganz von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns. Dein Licht scheint in der Nacht, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag, wenn sich die Stille breitet. So lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns breitet. All deiner Kinder hohen Lobgesang, von guten Mächten wunderbar. Nach diesen eindrucksvollen Liedzeilen von Dietrich Bonhoeffer, viele wissen vielleicht nicht so genau, das ist kurz vor seiner Hinrichtung, hat er das geschrieben. In ganz tiefem Vertrauen auf einen gerechten Gott möchte ich bitten, Herr, schenke uns auch diese Zuversicht, wie sie Dietrich Bonhoeffer kurz vor seinem Tode hatte, vor der Hinrichtung durch die Nazis. Und schenke uns diese Kraft, uns für deine Natur, deine Schöpfung einzusetzen. Amen. Ich möchte Gott bitten, dass wir unsere Hoffnung und Zuversicht nicht verlieren, unseren Widerstand, dass er ungebrochen bleibt, auch wenn es Rückschläge gibt. Wahrscheinlich wird der morgige Tag kein Tag, an dem wir gewinnen werden, aber dass wir weitermachen. Ich wollte noch sagen, ich finde es immer ganz wichtig, wenn man weiß, dass man das Richtige macht, an der richtigen Stelle steht, dann ist der Erfolg gar nicht das Richtige. Ich finde es gut, wenn die Bäume nicht ohne Aufmerksamkeit, ohne Menschen, die mitfühlen, fallen werden. Das ist wichtig. Danke. Schon mal gestanden Anfang Oktober, weil wir befürchtet hatten, RWE würde sofort hier Tabula Rasa machen und haben für diesen Tag was vorbereitet. Wir haben nämlich Samen von den Linden gesammelt und jemand hat einen kleinen Text dazu geschrieben mit einer kleinen Anleitung, wie man mit diesen Samen leicht mit Glück und Hoffnung Bäume säen kann, keimen lassen kann. Ich hatte damals ein paar eingetütet und dann ist ja nichts passiert und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht brauche ich sie ja nicht mehr. Aber ich habe mich dann vorhin hingesetzt und habe noch welche in Umschläge gepackt. Wenn ihr möchtet, sprecht mich an, ich habe die im Auto, nehmt euch welche mit und versucht, vielleicht ist es ja auch eine Art, die Hoffnung weiterzutragen. Vielleicht brauchen wir sie auch nicht, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber falls doch oder falls ihr eine Erinnerung an diesen Ort mit nach Hause tragen möchtet, reicht mich an, dann gebe ich es euch. Ja. Singen wir ein nächstes Lied. Bleib mit deiner Gnade bei uns. Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Doch bleib mit deiner Gnade bei uns, du treuer Gott. Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesus Christ. Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, du treuer Gott. Wenn wir jetzt zusammen das Vater oder Mutter unser beten, dann ist das ein Gebet, also alle, die möchten, können mitsprechen, ein Gebet, was darauf aufmerksam macht, da gibt es direkt am Anfang die Hoffnung, wie im Himmel, so auf Erden. Also, dass diese Erde tatsächlich neue Verhältnisse haben kann. Dass eine andere Form solidarischen Zusammenlebens möglich ist auf dieser Erde. Passend ist das, heute Abend eben gemeinsam zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Schlussgebet habe ich nochmal ein Gedicht von Dorothee Sölle ausgesucht. Ich denke, allein vom Titel her sieht man, wie passend es auf unsere Situation ist. Argumente für die Überwindung der Ohnmacht. Wir haben den längeren Atem. Wir sind unterwegs in größerer Hoffnung. Zu uns gehören die Empfindsamen und Unruhigen und die nicht verbittern in traurigen Erfahrungen. Und die hier bleiben, nicht weggehen, wohin die Sonne untergeht. Noch wegtreten nach innen. Die aber erleben wollen. Die menschliche Gemeinschaft, wo aufstrahlt das Licht. Bei uns hat schon mal einer alle geladen zum Fest. Der Herr segne und behüte uns. Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns. Und sei uns gnädig. Sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns. Und gebe uns seinen Frieden. Singen wir noch einmal das Lied vom Anfang, bleibet hier und wachet mit mir. Und danach, Gerd, willst du noch ein paar Lieder spielen? Sehr gerne. Wir sehen jetzt mal angesichts der Dunkelheit und des Matsches und so weiter davon ab, dass wir hier in diese Richtung weiterlaufen, aber wer weiß, was so passiert diese Nacht. Und ich glaube, es ist morgen früh gefragt. Kann sein, dass es hier sehr früh um 5 Uhr schon losgeht. Ab dann wird hier auch eine Mahnwache angemeldet sein. Und ja, ich glaube, es ist einfach gut, wenn möglichst viele dann hier sind, Und ja, wir sind gespannt, ob etwas passiert und wenn etwas passiert, was dann so unsere Antwort darauf sein wird. Erstmal bleiben wir noch hier und das singen wir jetzt auch. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet. Wachet und betet, bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. Auf die Situation angewendet. Quasi ein agnostisches Begegnungslied. Der eine kommt im Auto, die andere mit der Bahn, der dritte mit dem Fahrrad, das haben sie oft getan. Die vierte ist schon lang da, der fünfte ist ganz neu, die sechste voller Neugier, der siebte etwas scheu. Und so sind alle da, alle hier. Siehste Lasche, siehste Heu, das sind wir. Unterwegs sind noch mehr und beinahe. Wollt die da verschützen, da wird euch nichts nützen. Wir sind alle wieder da. Die eine kommt im Mantel, die andere mit Hut. Der nächste hat einen Rucksack, den er manches tut. Die Oma ist voll Power, der Opa ist empört. Die Tante wollte mitkommen, sie hat schon viel gehört. Und so sind alle da, alle hier. Siehste Lasche, siehste Reul, das sind wir. Unterwegs sind noch mehr und beinahe. Wollen die Bäume schützen, da habt euch nichts nützen. Wir sind alle wieder. Begrüßung, die zweite steht dazu, der dritte macht schon Fotos, alle hören zu. Dann singt noch einer Lieder, ein paar Leute singen mit, dann geht es in den Wald rein und alle halten Schritt. Und so sind alle da, alle hier, siehste Lasche, siehste Reul, das sind wir. Unterwegs sind noch mehr und bald da, wollen auch die Dörfer schützen, da wird euch nichts nützen, wir sind alle wieder da. Wir sind keine Chaoten und sind nicht kriminell, wir sind alle friedlich, wenn's sein muss sind wir schnell. Wir schützen hier die Bäume und vor euch auch den Wald. Ihr könnt uns nicht vertreiben, geht nicht, merkt ihr bald. Und so sind alle da, alle hier. Siehste Lasche, siehste Reue, das sind wir. Unterwegs sind noch mehr und bald da. Wollen die da verschützen, da wird euch nichts nützen. Die sind alle wieder da. Von uns hat keiner Knüppel und keiner einen Helm. Hat jeden Pfefferspray, ist das nur ein Schelm? Den kann man erkennen, der kommt vermummt daher, anonym nicht greifbar, Anzeige wird schwer. Und so sind alle da, alle hier, siehste Lasche, siehste Reue, das sind wir. Unterwegs sind noch mehr erzähl mir, wer das war. Er sagt, ihr Laschets-Bündel, der Schlägertrupp von Roll, vom RWE der Werkschutz, auf jeden Fall ein Groll. Und wir sind alle da, alle hier, siehste Laschets, siehste Roll, das sind wir. Unterwegs sind noch mehr und bald da, wir sind bald zum Schutz. Wollt ihr noch eins oder zwei? Ich will euch ein bisschen Mut machen mit diesem Lied. Lagst du mich Zeit, Teufel, du schreckst mich nicht, glaub nicht mit Druck, kriegst du mich jemals klein, fühl ich mich gehetzt, dann sind meine Liebsten da, geben mir Kraft, dass ich dir widerstehe. Plagst du mich Schmerz, Teufel, du krümmst mich nicht, denk nicht, ich wein und heule euch etwas vor. Bleib nicht allein, dann sind meine Liebsten da, geben mir Kraft, dass ich dir widerstehe. Plagst du mich an, Teufel mit kalter Hand, macht es dir Spaß, gefrierst du mich zu Eis, zitter ich mal vor Angst, dann sind meine Liebsten da, geben mir Kraft, dass ich dir widerstehe. Plagst du mich Hass, Teufel, ich kenn dich gut, weiß wie du riechst, erkenn dich am Gestank, versprühst du dein Gift, dann sind meine Liebsten da, geben mir Kraft, dass ich dir widerstehe. Kein Feuer, kein Sturm uns je zu Boden zwingt, packt uns ein Wind, schiebt er uns nur voran. Wenn ihr ängstlich seid, ihr Lieben, dann kommt zu mir, es euch an Mut, stärkt uns dieser Gesang. Kein Feuer, kein Sturm, uns nie zu Boden sinkt. Packt uns ein wenig, schiebt er uns nur voran. Dann sind unsere Lieder da, fehlt es uns an Mut, stärkt uns unser Gesang, fehlt es uns an Mut, stärkt uns unser Gesang. Eine Frage an die Regie, ist das jetzt das letzte Lied, ist dann Schluss? Die Regie ist nicht aufmerksam. Einfach weiter. Naja, eins. Ich mache noch eins und dann ist das auch das Schlusslied und das passt dann auch. Und das ist ja auch kalt. Und das ist auch sowieso eine Verabredung. Schuld sein, wenn sie sozusagen eine Vorerkrankung haben. Wenn man vom letzten Lied die letzte Strophe singt und wenn der letzte Akkord verklingt, dann ist die Messe vorbei. Man könnte gehen, bei Gelegenheit werden wir uns wiedersehen. Lächeln und lachen auch mal nachgedacht. Die Welt ist doch so schön, wenn man die Augen aufmacht. War nett hier mit euch, müsst auch noch gar nicht gehen. Bei Gelegenheit werden wir uns wiedersehen. Manchen geht's gut, anderen geht's schlecht. So ist die Welt hart und ungerecht. Hast du die Kraft, kannst du ja widerstehen. Zeig mir deine Narben, wenn wir uns wiedersehen. Wie eine gute Zeit nicht ewig dauern kann, auch dunkle Stunden kommen irgendwann am Ende an. Es ist schon vorbei, ehe wir uns drehen. Bei Gelegenheit werden wir uns wiedersehen. Verstopft, die Blechlawine rollt und ein Regen den Tribut an den Spätherbst zollt. Was auch passiert, es wird weitergehen. Bei Gelegenheit werden wir uns wiedersehen. Das ist eine Verabredung. Wenn man vom letzten Lied die letzte Strophe singt und wenn dann der letzte Akkord verklingt, ist das Konzert vorbei. und man könnte gehen, denn bei Gelegenheit werden wir uns wiedersehen, wenn jeder wiederkommt, wiedersehen. Wiedersehen. Dankeschön. Man sieht sich. Ein Dank an die Ausrichter dieser Messe hier.